Mit einer Gesamtfläche von knapp 1 Million Hektar Wald ist die Steiermark das waldreichste heimische Bundesland. Rund 44.000 Waldbesitzer sind die Garanten, dass eines der wichtigsten Multitalente des Landes nachhaltig bewirtschaftet wird und seine reichhaltige Artenvielfalt in den heimischen Wäldern erhalten bleibt. Das Waldfest, die Auftaktveranstaltung der Woche des Waldes, zeigt am Grazer Hauptplatz erneut eine beeindruckende Leistungsshow der steirischen Forstwirtschaft. Unter dem Dach des Steiermärkischen Forstvereins präsentieren sich hier am Grazer Hauptplatz die 15 Organisationen, die für den steirischen Wald sich verantwortlich zeigen. Die sind unter anderem die Landesregierung, die Landwirtschaftskammer, die steiermärkischen Waldbesitzer, die Stadt Graz selbst, die übrigens über 3000 Hektar Wald verfügt. Des Weiteren sehen Sie hier die Vertreter aus der Forstschule Bruck an der Mur, die den Wald zum Angreifen in die Stadt bringen mit einem Waldparcours. Motorsägen-Performance, Motorsägenschnitzer können Sie hier bewundern. Diese Veranstaltung ist bereits zum zweiten Mal. Wir haben heute an die 3000 Besucher und die steirische Forstwirtschaft unter dem Motto "Unser Wald in guten Händen" würde sich auch sehr freuen, Sie bei der nächsten Veranstaltung am Grazer Hauptplatz im kommenden Jahr begrüßen zu dürfen. Diplom-Ingenieur Anton Aldrian, Obmann des Steiermärkischen Forstvereins, konnte zahlreiche Ehrengäste bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung der Woche des Waldes begrüßen und die charmante Sigrid Maurer begleitete die zahlreichen Besucher mit Witz und Charme durch das umfangreiche und attraktive Tagesprogramm. Wow! Über die Funktion des steirischen Waldes erzählt uns Diplom-Ingenieur Aldrian. Ja, der steirische Wald ist an sich ein wirklicher Alleskönner. Einerseits ist er Lebensraum für viele Pflanzen, Tiere und auch natürlich für uns Menschen. Der Wald liefert uns den erneuerbaren Rohstoff Holz, das nachhaltig und in sehr, sehr großen Mengen. Der Wald schützt uns vor Lawinen, Steinschlag und Muren. Dann ist der Wald natürlich also auch Luftfilter, Wasserreiniger, Wasserspeicher und der Wald ist letztlich also auch Erholungsraum für uns Menschen. Die Landwirtschaftskammer Steiermark führte der Grazer Bevölkerung plastisch vor, welche Form und welchen Preis 10 Kilowattstunden Energie die gängigsten fossilen Brennstoffe im Vergleich mit erneuerbaren Energieträgern wie Pellets, Brennholz oder Hackschnitzel haben. Auf einen Blick wurden so die Vor- und Nachteile der jeweiligen Energieträger ersichtlich. Für einen weiteren Höhepunkt der Woche des Waldes zeigten sich Schüler und Lehrer der einzigen österreichischen Forstwirtschaftsschule aus Bruck an der Mur verantwortlich. Wir von der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft haben heute den Wald auf den Grazer Hauptplatz gebracht. Wir möchten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Wald näher bringen. Außerdem möchten wir zeigen, was wir in unserer Schule in Bruck an der Mur leisten. Der steirische Wald zum Angreifen beim Waldfest der Woche des Waldes am Grazer Hauptplatz unter dem Motto "Unser Wald in guten Händen". Eine Veranstaltung des Steiermärkischen Forstvereins und seinen steirischen Organisationen, die sich freuen, Sie bei der nächsten Auftaktveranstaltung 2011 in Graz begrüßen zu dürfen.